Du sollst verstehen, ich war nie weg von Gotts Haus. Was? Daher muss Bella noch viel herausfinden. Und dein trauriger Blick lässt mich wütende Gefühle finden für dich. Verstehe. Ich bin geworden, was ich hasse. Ein klammernder Succubus von einem Liebhaber. Ich habe unzählige abgeschüttelt und jetzt bin ich es. Scheiße. Du, so wie ich, bist ein freiheitsliebendes Geschöpf. Was machst du da immerzu? Ein Mann da drüben zwinkert mir viel. Ich zwinkere zurück. Wohl für höflich sein. Diese beiden streiten und Gedanken wirbeln herum in Bellas Hirn und Herz wie Lichter in einem Sturm. Oh. Immerzu liest du jetzt, Bella. Du verlierst einiges von deiner bezaubernden Art zu sprechen. Ich bin ein wandeliges Wesen, genauso wie wir alle, wenn man Emerson glauben will. Doch von Harry widersprochen. Komm, komm, komm einfach. Du nimmst mir die Sonne. Was? Wedderburn wurde furchtbar weinerlich und vulgär, als er meine Hurerei entdeckte. Ich bin viel mehr neidisch auf die Zeit, die die Männer mit dir hatten, als dass ich moralisch über dich urteilen würde. Es ist dein Körper, Bella Baxter. Du kannst ihn frei verschenken. In der Regel verlangte ich 30 Francs. Also, das erscheint mir wenig. Ich bin Bella Baxter. Ich bin eine fehlbare, experimentierfreudige Person. Ich ersuche um Ausflüge und Abenteuer. Ich muss auch viel herausfinden. Du bist die schönste Frau, die ich je gesehen habe. Am Leben zu sein ist faszinierend. Bella. Wieso es im Mund behalten, wenn es widerlich ist? Ich muss das Baby boxen. Wir müssen viele Erfahrungen sammeln. Nicht nur die guten. Auch Demütigung. Sollen wir singen? Schrecken. Trauer. Bella! Dann verstehen wir die Welt. Und wenn wir die Welt verstehen, dann gehört die Welt uns. Wir brauchen mehr! Nicht mehr. Ja. Noch mehr ist zu viel.